wir da hier. Jetzt kommt der Trevor auch noch raus. Können wir uns ja alle verabschieden. So. Tschüss. Tschüss. Thank you.
Nachdem an der Tankstelle der freundliche Tankwart vergessen hat, unter einen Tankstuddel wieder drauf zu machen, haben wir keinen Tankdeckel mehr. Jetzt verlieren wir natürlich freundlich unser Diesel. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Exkurs, wie bastel ich mir einen Tankdeckel. Dazu nehme man ein spezielles Werkzeug, sucht sich ein bisschen Hölzchen zusammen und daraus basteln wir uns einen wunderbaren Tankdeckel. Teil 1. So, ja, jetzt kommt Teil 2, basteln. Wichtig ist, dass man immer das richtige Werkzeug dabei hat. Und nun bauen wir uns aus ein wenig Küchenutensilien noch eine spezielle dieselfeste Dichtung natürlich. Do it yourself. Wir haben heute mal einen kleinen Kurs in Auto Busch Survival. Für den, der es vielleicht interessiert. So. Erste Anpassungsarbeiten. So, jetzt folgt der Testlauf. Der Deckel passt. Sie verstellen hier. So, Tankdeckel fast fertig. Und wer geglaubt hat, wir wären jetzt schon fertig, hat sich getäuscht, denn jetzt folgt eigentlich der wichtige Teil, die Fixierung unseres Tankdeckels. Dazu nehmen wir mal einen alten abgeranzten Spanngurt nach Möglichkeit. Ein neuer tut es natürlich auch, aber der abgeranzte, der stört einen nachher nicht, wenn das Ding nach Diesel stinkt. So, und jetzt hat schon mal positioniert und damit wäre der pistenfeste Tankdeckel erledigt. Hiermit verabschiede ich mich aus der Folge Auto Busch Survival irgendwo. So, und am Ende kriegt man noch für gut geleistete Arbeit kriegt man noch einen Belohnungskuss mit Begeisterung. Wenn man für Lärm machen würde, das könnten wir auch dokumentieren. So, nun kommt die lustige Folge, festgefahren im Sand, sinnloserweise natürlich. Und wie befreie ich mich? Als allererstes Frau motivieren, Luft abzulassen und den begeisternden Blick mit auf die Kamera bringen. Und dann nehmen wir die Schaufel dazu und schippe noch ein wenig. Würde